Hallo, willkommen zu einem nächsten Geschenke-Guide. Falls ihr noch nicht das passende Weihnachtsgeschenk für Freund, Freundin, Mama, Papa, Opa, Oma, Onkel, was auch immer gefunden habt, dann seid ihr ganz genau hier richtig. Denn ich habe euch richtig coole Geschenkideen unter 20 Euro rausgesucht. Also ich denke, da ist wieder für jeden was dabei. Es sind auch die verschiedensten Sachen, also ihr könnt euch freuen. Alles ist natürlich wie immer in der Infobox verlinkt. Ich finde es selber dieses Jahr gar nicht so einfach, irgendwas zu verschenken. Ganz viele Leute haben schon gefühlt alles, aber ich habe wie gesagt ein paar schöne Kleinigkeiten, ein paar nützliche Sachen und ich würde sagen, wir starten direkt. Also let's go! Die erste Sache, die ich sehr cool finde, ist nicht diese Kamera, denn die ist teurer als 20 Euro. Aber ich glaube, einige von euch oder einige, die ihr kennt, haben vielleicht so eine Instax Mini. Und wusstet ihr, dass es neben diesen normalen Filmen, die man hier so kaufen kann, das ist hier so ein Zweierpack, jeweils 10 Filme, auch so besondere gibt? Ich blende euch hier mal ein Foto ein. Ich finde die nämlich so schön. Es gibt so viele verschiedene Rahmen, die machen direkt ein ganz anderes, ja, eine ganz andere Optik für das Foto. Ich habe hier auch direkt mal ein Beispiel. Ich habe nämlich auch so verschiedene. Einmal hier das Marble-Muster, was ich auch sehr schön finde. Und dann hier ist so ein Farbverlauf rosa-grün. Da waren so verschiedene Farben bei. Finde ich total schön. Und ich glaube, für alle, die so ja, Polaroid-Bilder sammeln, ist das total cool, wenn man da mal ein bisschen Abwechslung drin hat und nicht nur die Standard-Weißen. Bei mir ist nämlich das tatsächlich auch so. Ich nutze die Kamera sehr gerne, aber ich habe gefühlt nie Filme, weil die auch so schnell leer sind. Irgendwie 10 Filme ist ja auch nicht viel. Deswegen finde ich das eine coole Sache, wenn man das verschenkt. Und das wissen ganz viele nicht, weil diese Filme kann man ja auch so bei DM und so kaufen. Diese weißen, aber die besonderen gibt es eher so online und bei Amazon gibt es halt richtig viele verschiedene. Also müsst ihr mal vorbeischauen, klickt auf den Link, da findet ihr ganz, ganz viele. Die nächste Sache ist für alle Sportlichen unter uns und zwar diese Mini-Bands. Ich finde die super praktisch. Ich habe meins auch schon gut benutzt. Ihr seht, die Farbe ist auch schon ein bisschen abgegangen. Ich habe auch dieses Set hier und das ist jetzt hier das Lilane, das ist extra heavy. Das benutze ich auch am liebsten tatsächlich. Also so einen krassen Widerstand hat das jetzt nicht. Aber perfekt für die Pamela Reif Workouts oder für allgemein so Po-Übungen, Armübungen. Also kann man ultra viel mitmachen. Die sind ja auch so klein, die kann man mit auf Reisen nehmen. Also ganz ehrlich, man hat eigentlich keine Ausrede, wenn man unterwegs ist und wenig Platz hat, keinen Sport zu machen. Dank solcher kleinen Hilfsmittel. Die verbrauchen also auch keinen Platz. Man braucht kein teures Home-Gym, wirklich nicht. Und kann sich trotzdem fit halten. Deswegen finde ich die wirklich super. Das ist so ein Bundle, da habt ihr halt alle Schwierigkeitsstufen. Und glaubt mir, das macht im Training einen Riesenunterschied und für alle, die gerne Sport machen zu Hause oder gerade die PAM-Workouts zum Beispiel oder halt diese typischen, ja, YouTube-Workouts, da kann man das sehr, sehr gut gebrauchen. Also absolute Empfehlung. Das Video besteht wirklich aus persönlichen Empfehlungen und Erfahrungen, denn das ist meine nächste Empfehlung. Meiner Meinung nach das absolut beste Micellenwasser für alle, die sich gerne schminken. Ist das meiner Meinung nach ein wirkliches Must-Have. Ich bin ein Mensch, das wisst ihr, glaube ich, auch durch meine Instagram-Kooperation. Ich bin der Meinung, man braucht keine krass teuren Produkte. Also ganz ehrlich, wenn eure Haut nicht gut ist, dann entweder, also da gibt es verschiedene Gründe, aber es wird, sagen wir mal, das teuerste Produkt der Welt wird jetzt eure Haut nicht retten, wenn irgendwas von innen zum Beispiel nicht stimmt oder irgendeine andere Sache die Ursache ist. Dann bekämpft man eigentlich nur das Ganze von außen. Eine Sache, die ich aber bestätigen kann, ist, wenn man sich nicht vernünftig abschminkt, ist es nicht gut für die Haut. Nicht gut für die Poren, nicht gut für das ganze Hautbild selbst. Deswegen ist Abschminken unfassbar wichtig und ich habe es auch immer gemacht mit diesen Baby-Abschminktüchern. Ich mache es auch immer noch, aber glaubt mir, wenn man mit diesem Micellenwasser nochmal mit einem Wattepad übers Gesicht geht, dann sieht man einen Unterschied. Man erschreckt wirklich, wie viel noch auf dem Gesicht war, obwohl man denkt, dass man sich gut abgeschminkt hat. Und das ist das Ding, dieses Bioderma-Abschminkzeug gibt es in der Apotheke oder eben Amazon. Da ist es am günstigsten meiner Meinung nach. Das lohnt sich total. Ich bestelle auch immer hier diese 500 Milliliter. Die reichen auch ewig. Das ist halt ultra sanft zur Haut. Viel sanfter als diese ganzen Micellenwasser, die es in der Drogerie gibt. Da habe ich nämlich auch einige durchprobiert. Die haben dann doch immer ein Parfum drin oder keine Ahnung was. Das ist wirklich das beste Micellenwasser der Welt. Absolute Empfehlung. Also echt eine Sache, die man auch gut verschenken kann, weil es wirklich gut ist. Eine super leckere Sache ist natürlich auch etwas Essbares zu verschenken. Ich liebe tatsächlich mein Müsli. Die haben nämlich auch immer richtig coole so Weihnachtsedition. Das hier ist zum Beispiel Magical Christmas mit Mickey Mouse drauf. Das ist jetzt nur ein Beispiel für eine Sorte. Das mag ich auch sehr gerne. Das ist nämlich Dinkel Quinoa Knuspermüsli mit Apfelstücken, Himbeeren, weißen Schokostern und ganz viel Liebe. Richtig süß, sieht auch natürlich von der Verpackung richtig schön aus. Noch ein anderes Beispiel, auch eins meiner Favorites, Apple Macadamia Cinnamon Granola. Auch ein Traum. Hier haben wir Apfelstücke, Macadamia, Apfel-Zimt-Crunchy, Salted Caramel Crispies.
Wie gut klingt das bitte? Ihr könnt ja auf der MyMüsli-Seite, falls ihr es noch nicht wusstet, natürlich die Müslis bestellen. Aber ihr könnt auch eins personalisieren. Also ihr könnt auch selber entscheiden, was da reinkommt. Und das finde ich auch eine coole Sache. Und ich habe eine richtig tolle Aktion für euch. Und zwar könnt ihr dieses Set hier geschenkt bekommen ab einem Einkaufswert von 10 Euro bei MyMüsli. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist über meinen Link zu bestellen. Also der Link, den findet ihr in der Infobox ganz oben. Da müsst ihr draufklicken und wenn ihr über die Seite ganz normal irgendwas bestellt bei MyMüsli ab einem Einkaufswert von 10 Euro, dann bekommt ihr automatisch dieses coole Set mit den Mini-Müslis geschenkt. Hier haben wir nämlich zweimal das Apple Macadamia Cinnamon Granola, dann zweimal eine Mini-Version von dem Christmas Choc Müsli und zweimal Christmas Cookie Granola. Also super, super lecker. Das kann man natürlich rein theoretisch auch auseinandernehmen und nochmal verschenken oder zu einem Geschenk dazu tun. Wie gesagt, Link ist in der Infobox, damit sichert ihr euch hier dieses Mini-Set, was sich wirklich total lohnt, meiner Meinung nach. Eine Sache, die ich auch sehr empfehlenswert finde, sind Glasstrohhalme zu verschenken. Und zwar habe ich hier ein tolles Set gefunden, was ich auch habe. Und zwar sind das einmal so gerade längere Strohhalme und dann noch kürzere. Die sind perfekt für kleinere Gläser, wenn man einen Eiskaffee trinkt oder einen Saft oder so, dann ist das auch super. Das Set verlinke ich euch natürlich auch gerne. Und ich muss auch sagen, früher habe ich immer diese Metallstrohhalme benutzt, aber aus hygienischen Gründen fand ich es irgendwann eklig. Ich weiß nicht warum. Egal wie oft ich die geputzt habe mit diesen Bürstchen, die auch dabei sind im Set übrigens. Also da ist immer so eine Strohhalmbürste dabei, damit man die auch säubern kann. Irgendwann fand ich es irgendwie eklig, dass ich da nicht reingucken kann in den Strohhalm. Und dann fand ich die Glasstrohhalme deutlich cooler. Und die sehen auch optisch einfach toll aus. Sind super nachhaltig, wissen wir alle. Und die sind auch sehr robust. Also mir ist jetzt noch keiner kaputt gegangen. Also sehr zu empfehlen. Eben habe ich ja schon von den Polaroid-Bildern gesprochen. Aber was ich auch toll finde, ist dieses kleine Fotobuch. Das ist nämlich ein Fotoalbum für Polaroid-Bilder. Da kann man die nämlich so rein sortieren. Kann man das sehen? Das spiegelt ein bisschen, ne? Aber ja, kann man sehen. Und das finde ich super. Da passen die eben perfekt rein, gehen nicht unter. Und vor allem kann man die dann eben auch so schön sortieren und ordnen. Und davon gibt es ganz, ganz, ganz viele Designs. Die sind total schön. Ich habe jetzt hier auch so ein buntes, aber da gibt es ganz viele verschiedene. Hier nochmal kurz meins, damit ihr das sehen könnt. Ich finde das total schön. Vor allem, wenn ihr vielleicht schon mit jemandem Bilder habt. Ich glaube auch, dass das viele gar nicht kennen, dass es überhaupt ein Fotobuch für Polaroid-Bilder gibt. Man kennt ja immer nur diese größeren, aber finde ich sehr schön. Ich weiß ja, ihr liebt alle diese Haarspange oder Haarklammer mit diesem Schmetterling. Ich finde den auch so, so schön. So sieht er ja hier aus. Der ist mal von Etsy gewesen. Aber da haben viele geschrieben und das Problem hatte ich auch, dass der Versand eben ewig dauert, weil es aus dem Ausland kommt. Und auch wenn die Haarspange nicht teuer ist, es ist natürlich super teuer, wenn man da Versand oder sogar Zoll zahlen muss. Deswegen habe ich euch jetzt eine Alternative auf Amazon rausgesucht, die sogar mit Prime kommt. Und zwar diese hier. Das ist direkt ein Zweier-Set. Deutlich günstiger insgesamt als meine Spange hier, die ich mit Versand eben gezahlt habe. Und da ist sogar eine bei, die finde ich dem sehr, sehr nahe kommt. Die gab es ja auch in ganz vielen verschiedenen Designs. Und auch noch eine ganz schlichte. Ich finde das Set total schön und diese Haarklammern sind ja gerade so krass im Trend. Ich finde, das sieht auch so schön aus, wenn man sich damit die Haare hinten hoch macht. Und ja, absolute Empfehlung. Ich freue mich total, dass es sowas jetzt auf Amazon gibt und verlinke ich euch auf jeden Fall auch. Die nächste Empfehlung ist das hier und zwar eine American Sweets Überraschungsbox. Tatsächlich eine Sache, die ich auch sehr schön finde. Das ist nämlich eine Überraschungsbox mit amerikanischen Süßigkeiten. Und wenn man wirklich weiß, dass die Person auf sowas steht und gerne in den USA mal was probieren wollte oder da eben die Sachen sehr gerne mag, ist das, glaube ich, sehr cool. Und die sind auch richtig beliebt auf Amazon. Also ihr müsst da mal vorbeischauen. Da gibt es auch verschiedene Größen. Die sind dann natürlich unterschiedlich teuer. Da kann man sich wirklich durchprobieren und da ist echt auch viel drin. Also ihr habt es gesehen hier auf dem Beispiel. Ihr seht es ja hier auch, da sind wirklich viele Teile dabei. Und ja, sehr lecker kann man sich auf jeden Fall schmecken lassen über die Weihnachtstage dann. Ein absolutes Highlight ist dieser Schlüsselanhänger hier. Ihr müsst mal schauen, wann ihr dieses Video seht. Dieser Schlüsselanhänger braucht ein paar Tage, bis ihr den in den Händen haltet, weil der ja personalisiert ist und ihr euer eigenes Foto ja auswählen könnt. Und dann wird der gedruckt für euch. Deswegen schaut auf jeden Fall mal, dass das noch rechtzeitig, wenn vor Weihnachten ankommt. Aber wenn ihr das jetzt so, ja, seht rund um den Online-Gang dieses Videos, dann sollte das kein Problem sein. Und ich finde, es ist eine so schöne Geschenkidee. Ich hatte ja auch mal einen, leider habe ich den verloren. Also alle, die auf Instagram mir folgen, die wissen, dass ich diesen Schlüsselanhänger auch mal hatte mit einem schönen Foto. Aber der Haustürschlüssel ist verloren gegangen. Das sollte man, glaube ich, keinem erzählen. Aber ja, ich finde diesen Schlüssel irgendwie nicht. Aber irgendwann findet er sich wieder anders. Wahrscheinlich in irgendeiner Jacke oder so. Ich habe eigentlich alles durchgesucht. Aber ich liebe das Ding. Finde ich total süß gemacht mit diesem Spotify-mäßigen. Also das ist halt aus, als wäre es so ein Songcover. Und man kann eben darunter schreiben, was man möchte. Irgendwie einen Spruch oder
ja, einfach die Namen oder was auch immer. Ich finde es sehr, sehr, sehr süß. Letztes Jahr zu Weihnachten habe ich meinem Freund ja einen Kaffeekapselhalter geschenkt und da haben auch so viele nachgefragt. Den gibt es irgendwie nicht mehr. Keine Ahnung warum, leider. Aber ich habe eine coole Alternative gefunden, auch in Gold. Denn Gold ist gar nicht so einfach zu finden. Gibt es aber auch in Silber und in Schwarz, also falls das mehr euer Ding ist, zum Verschenken. Das sieht nicht nur schön aus, sondern ist natürlich auch deutlich ordentlicher, als wenn man das irgendwie so rumfliegen hat, diese Kaffeekapselpackungen. Deswegen auch eine schöne Geschenkidee. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe sehr, da war eine coole Idee für euch dabei. Also wie gesagt, sehr unterschiedliche Sachen. Aber ich glaube, man findet auf jeden Fall dieses Jahr für jeden etwas. Ich verlinke euch super gerne meine Playlist mit meinem Geschenke-Guide hier unten. Da kommt ihr nämlich zu den gesamten Videos, die es dieses Jahr schon gab. Also eins war es bisher. Am Sonntag kommt ein weiteres. Und auch noch die aus dem letzten Jahr. Also da werdet ihr ganz, ganz sicher fündig. Ansonsten abonniert meinen Kanal auf YouTube natürlich gerne und aktiviert die Glocke. Dann seht ihr auch alle Videos. Ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig geworden leider. Und folgt mir auch gerne auf Instagram. Da habe ich nämlich immer einen coolen Mehrwert-Post. Da findet ihr auch coole Stories und Fotos. Also schaut da gerne vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!